Hallo und willkommen auf der Gamescom 2011. Ich bin der Bernd von Hotodi TV. 2011 Gamescom in Köln, damals war sie in Leipzig. Die Veranstalter sagen ganz klar, das wird das Jahr für die Spiele. Die Gamescom ist die weltgrößte Spielemesse. Hier ist also wirklich etwas zu erwarten. Es sind 550 Aussteller aus 40 Ländern hier vertreten, in den Hallen verteilt. Es soll angeblich, so die vorherigen Pressemeldungen seitens der Messebetreiber, über 300 neue Spiele, Produkte etc. geben, die hier vorgestellt werden. Hier bündeln sich alle Spiele für Android, für iOS, für Mac OS X, für Windows. Für Linux kann ich jetzt leider nicht sagen, da haben wir so ad hoc noch nichts gefunden. Aber allein die Zahl im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr, 1,9 Milliarden Euro Umsatz hat die Spielebranche generiert. Hier ist also wirklich ein Riesenpotenzial und dank Apple, das kann man so sagen, durch diese ganzen mobilen Devices, durch die Tablets und vor allem jetzt dank Android 3.0 und den neuen Geräten, die es da gibt, wird sich hier richtig viel tun, nochmal in den nächsten 12 Monaten. Ganz wichtiges Thema für uns heute, Apple. Apple Games Convention, was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, wir sind hier für Mac News. Mac News sind also Mac News, wie das Wort schon sagt. Und deswegen muss man einfach schauen, was gibt es Neues für iOS, sprich iPad, iPhone. Welche Spiele gibt es für Mac OS X? Seit Mac OS X Line gibt es auch eine neue OpenGL-Version. Wir möchten einfach mal schauen, wo ist hier wirklich der Ansatz für dieses überschwemmige, überflutende Produkt. Kommt einfach mal mit, wir schauen uns das gemeinsam an. So, hallo und willkommen. Wir sind hier beim Stand von M-Store. Das ist ein Gemeinschaftsstand. Da wird uns der Stefan Eckelmann von M-Store gleich was zu sagen. Er ist für die Events hier zuständig und erzählt uns mal zwei, drei Takte kurz dazu. Und dann gehen wir hier die einzelnen Stände mal ab und schauen uns an, was hier gibt. Hallo Stefan. Hallo. Du bist hier auf der Gamescom. Du bist der Eventmanager hier und ihr habt den Gemeinschaftsstand. Oder ihr seid der Standbetreiber. Wie muss man das hier vorstellen? Genau, also wir haben zusammen mit der Gamescom beschlossen, dieses Jahr den Browser Games Park mit Macs auszustatten. Das heißt, wir sind offizieller Hardware-Partner und haben hier auf dem ganzen Stand über 18 iMacs aufgebaut, die alle mit den Browser Games der jeweiligen Hersteller laufen. Okay, was versprecht ihr euch davon für euch, wenn man das so fragen darf? Also generell, das Mobile Gaming und die Browser Games sind ja jetzt nicht von Apple losgelöst, sondern wir haben da mit die beste Spielekonsole der Welt, das iPad und den iPod Touch und da andere Sachen im Bus, aber auch hier draußen, die sich sehen lassen können. Deswegen sagen wir ganz klar, Apple muss ihre Gamer nicht verstecken. Wir haben auch tolle Angebote, tolle Rechner, auf denen alles läuft. Das stimmt auf jeden Fall. Wir waren ja vorher schon mal ein bisschen rumgegangen. Es gibt hier sehr interessante Browserspiele, die auch einen guten Eindruck auf uns machen. Wie ist für euch so die Resonanz diesbezüglich? Ja, am Anfang komme ich auch schon daher. Viele haben nichts mit Mac zu tun gehabt, sind ein bisschen ängstlich, aber dann nach einer Stunde, wenn sie alles kennengelernt haben, sind sie glücklich, dass sie so einen hübschen PC, aka Mac, arbeiten. Und was so dein Gefühl, wo geht so der Trend hin mit diesen Geschichten Mac und Spiele? Ich würde schon sagen, dass es mehr in Richtung mobiles Gaming geht, also viele Anfragen auf dem iPad, auch mit dem Browser-Game-Entwickler läuft es auf dem iPad, einfach auf meinem mobilen Endgerät, geht mehr in die Richtung. Trotzdem werden wir es nicht ganz verstecken, das heißt, die Macs sind trotzdem noch da und kein Gebrauch, aber ich denke, es werden dann in die Richtung. Der Trend geht klar eigentlich weg vom Betriebssystem selber, sondern sagen, da macht Google ja gut ein vor mit dem Browser und was sie dann. So wie es auch Apple vormacht, Verschmelzung von iOS-Inhalten und dem eigentlichen Mac OS X nimmst du ein und nimmst es dem dann ein. Und ihr so als M-Store, ihr seid ja ein Premium-Reseller für Apple. Jetzt habt ihr die letzten Jahre ja sehr viel getan, aber, das frage ich jetzt mal an der Stelle, Apple baut natürlich überall ihre Apple-Stores. Wie kommt das für euch? Ist das ein Problem für euch? Ja, das ist kein Problem für uns. Im Gegenteil, wir freuen uns natürlich, wenn es euch schon haben kann. Wir sagen, die Marke Apple an sich bereinigt natürlich jede Stadt. Die Apple hat Kunden, wir haben Kunden, wir haben andere Kunden, die Apple hat. Das sagt man so, in der Folge nehmen wir uns gerne Kunden weg, wir ergänzen uns in allen Bereichen. Wir sind alle zufrieden, dass es so läuft. Okay, so abschließend noch eine Prognose von dir, Gamescom. Werdet ihr viel mitnehmen können für euch? Ja, also auch jetzt im ersten Tag, beim Besuchertag, können wir trotzdem schon sagen, dass schon viele unserer Fragen gekommen sind. Wir haben mehr mit dem Augenmerk draufgelegt, um zu zeigen, was kann der Mac, beziehungsweise warum ist das für Gamer interessant. Und wir würden schon sagen, dass wir in den kommenden Tagen
genug aus, dass wir den Bus haben. So ist es eigentlich überall, wo der Bus steht. Da wird rappelvoll sein. Und gestürmt werden von allen, die endlich mal sozusagen den Apfel auch live erleben können auf der Messe. Ich habe hier draußen meine Browser-Games drin. Habt ihr eure MacBooks stehen? Kann ich auch als Mac-User, als Apple-Kunde zu euch kommen, hier rein und auch Apple-Fragen stellen, also bezüglich Apple, Trends, Software etc. oder beschränkt ihr das wirklich auf diese Browser-Geschichten hier? Also, das können wir gerne machen, natürlich. Wir stehen für alle Fragen offen hier im Bus. Draußen stehen die Macs. Wenn die Hersteller keine Fragen haben an uns, alles läuft, sind wir drin und stehen für alle Fragen, Wünsche, Anregungen zur Verfügung. Haben vorhin schon ein iOS-Update gemacht, also wir sind da sozusagen offen für alles und helfen, wo wir können. Weil Apple-Fans halt nicht zu sagen, wir wissen was. Alles klar, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir weiter noch viel Erfolg hier auf der Gamescom und vielleicht sehen wir uns am nächsten Messe wieder. Ciao. Danke, wir würden uns freuen. Bis dahin, ciao.